Hey, Freunde der fantastischen Disney-Geschichte. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kingdom Hearts 2. In der letzten Folge haben wir hier Halloween Town abgeschlossen, haben Weihnachten gerettet, den Geschenke-Ding festgemacht und Jack seinen Wunsch erfüllt. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell ins Geweideland. Schauen wir mal, wie es bei Simba aussieht. Oh, it's you guys. Man, we were hoping you were a meal. Hiya. Don't give me any of that hiya stuff. Thanks to you clowns, we're back to scavenging scraps for a living. Come on, it's not that bad. I enjoyed that weak dead elephant we had yesterday. Hey, how's Simba? We gotta laugh every time we hear that dude's name. Ooh, say it again. Simba. One more time. Simba. Okay. Simba. That's enough. Go on then. See for yourself. Simba is one wishy-washy king. Yeah, I bet about now even some of those high and mighty lionesses were wishing they'd gotten themselves a different king. Glaube ich nicht. Gorge, what do you think could have happened? Well, let's go find Simba and see. Oh mein Gott. We better tell Simba about this. Wonder if he's up there. Das ist ja auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Nala. Seid ihr hergekommen, um Simba zu treffen? Wir haben Scars Geist gesehen. Ein solches kann nur ein Vorbote für das Ende unseres geweihten Landes sein. Und dennoch, König Simba will nichts unternehmen. Die Tatsache allein, dass er der Sohn des großen Königs Mufasa ist, bedingt wohl nicht notwendigerweise, dass er bereit ist, über das Königreich zu herrschen. Vertraue mir, Simba wird sich irgendwas überlegen. Es wird Zeit, dass er seine überlegenen Taten folgen lässt. So wie sein Vater es getan hätte. Er hat mit Mut und Stolz geherrscht. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Der große Mufasa. Oh. Simba wird all das tun, du wirst schon sehen. Ja, genau, ich wird Simba. Ich bin mir dann nicht so sicher, weil der ist schon so ein bisschen... Ihr wisst ja. Warte hier, ich werde mit Simba reden. Ja, was werde ich jetzt machen? Oder auch nicht. You came back. Are you okay? You don't look so good. Hey Simba, why don't we team up and do something about that Scar Ghost? Seems like everybody's worried about it. So, now's your big chance to show them what you're really made of. That doesn't concern you. Ach, Simba. Sorry. It's okay. I just wish I knew what my father would do. But he's not here, Simba. It's all up to you now. And that means the important thing is what you're gonna do being the king, not what your father would have done. So you're saying it's all up to me. See, there you go. Exactly. We know your dad was a great king and all, but now it's your turn. Remember what I taught you. You gotta put the past behind you. It's time to go out there and show everybody things are gonna be just fine. Yeah, you can do it.
You gotta live for today. And find your own path. Live for today. And find my own path. Not my father's. That's it. I'm glad to hear you say that, Simba. Promise me you'll help Simba any way you can. Natürlich. As long as Sora handles the dangerous part. I'm counting on you, Simba. And so is our baby. Great. Now we're gonna have to babysit. Yeah. Let's go see Rafiki first. I'm sure he'll be able to tell us something about that ghost. Ich muss jetzt erstmal einmal klarstellen. Ah, Sturmlauf haben wir gelernt. Sehr fein. Also Goofy hat momentan in der kompletten Let's Play Reihe die weisesten Ideen. Und die weiß, ja, das am weisesten. Auf zu Rafiki. Okay, falscher Ort. Nein. Oh. Ja. Kommt her. Lasst mich euch töten. Okay. Ja, ohoho, das weiß. Alter, wie das Level runtergeht. Hallo? Look. Ich glaube, ich jetzt mehr erwischt. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, das ist jetzt unendlich Spawn. Na gut, das reicht, glaube ich, jetzt auch erstmal. Auf zu Rafiki. Ihr wisst ja. Ohoho, danke. Will er endlich seinen Weg gehen? Ich denke schon. Kannst du etwas über Scars Geist erzählen?
Oh ja. Der Geist. Ein Wesen ohne Körper. Es entsteht, wenn das böse zurückgelassene Herz von Ska auf das zögernde Herz von Simba trifft. Zögernd? Oh, du denkst, das trifft nicht auf dich zu? Oh, dieser Geist erinnert irgendwie an einen Herzlosen. Ich weiß nicht so wirklich nicht. Richtig, richtig, du weißt es nicht. Aber du weißt, dass es furchteinflößend ist. Und dass es Angst in den Herzen aller weiten Land erzeugt. Du magst vielleicht nicht wissen, was es ist, aber trotzdem existiert es. Diese Welt ist voll von derartigen Dingen. Und diesen Dingen muss ein König entgegentreten. Das ist die Prüfung, der du dich stellen musst, Simba. Das ist alles? Komm schon. Du musst uns doch mehr über den Geist sagen können. Entschuldigung. Nein, heute nicht. Aber diejenigen auf dem Elefantenfriedhof wissen vielleicht mehr. Doch das ändert auch nichts. Es gibt wenig, was der gegenwärtige Simba ausrichten kann. Sag doch sowas nicht, jetzt wo er bereit ist, es zu versuchen. Sein Kopf mag bereit sein, aber was ist mit seinem Herzen? Lass es gut sein, Sora. Brechen wir zum Elefantenfriedhof auf. Ja gut, gehen wir weiter, Elefantenfriedhof. Komm schon. Ich habe eigentlich sogar... Das wollte ich eigentlich auch noch nachschauen. Items, Sora. Sind Kürbis? Sind Kürbinien? Nein, ich komme jetzt nicht auf die Dings. Die Reichweite ist jetzt wieder verkürzt. Oh, Alter, der Schaden. Ja, nicht? Ich dachte, das war der Weg zu den Hyänen. Elefantenfriedhof. Whoa. Come on. Can't you guys just leave us alone? Nö. Do you three know anything about Scar's ghost? Huh? Scar's ghost? Maybe. You do know. Ach nein. Siege die drei Hyänen. Da riecht mich auf. Na komm schon.
Nummer 1. Wo sind da? Das ist schon eine Kehrtwende, war nicht gut. Ja, die krieg ich nicht. Super. Alter! Hä? Wo sind? Kann ich mir jetzt sehen vor? Das ist, glaube ich, Ed. Ah, Ed. Down. Nein, das war nicht Ed, das war Shenzi. Das ist Ed. Na komm schon, Ed. Alter! Haben schon, ja, haben wir getötet! Tell me about Scar's ghost. Sorry, we don't know nothing. Oh, wait, it's coming back to me. That's the one that only hangs out around Freddy Cats. Right, Banzai? Enough! There it is. Must be a Freddy Cat around here somewhere. Simba, do something! How does it feel to be king? Why, you must be a truly inspiring hero by now. After all, you are the son of the great Mufasa. Where are you going? Super. Simba, running away as always. Simba! Gosh, Rafiki was right. You mean Simba's still unsure? Seems like. Do you think there's some way we can help? We should start by talking to Simba some more. Let's head back to the Pride Lands. Toll. Wir sollten echt zusehen, dass wir Simba wiederfinden. Wo ist Simba? Also, wir dachten, der wäre da. Oh, 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 oh. Er ist weggelaufen. Ich wusste, dass es nicht einfach für ihn sein wird. Um sich seinen Ängsten zu stellen, muss er an einen Ort gehen, an dem er darüber nachdenken kann, was er zu tun hat und nicht, was andere von ihm denken. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ey, wirklich? Aber wo ist Simba jetzt? Leute, ich weiß es, er ist bei der Oase. Das sind wir doch am liebsten.
Alles klar, lasst uns nachsehen. Ich zeige euch den Weg. Oh nein, du, das wirst du nicht. Simba, riech dich doch auf, 10 Meilen gegen den Wind. Und wenn er schlau ist, dann nimmt er Reis aus. Oh, kann sein. Okay, also würde ich mich jetzt aber verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und schaltet natürlich auch das nächste Mal dann wieder ein hier bei Kingdom Hearts 2. Falls euch der Content gefällt, könnt ihr ja gerne noch ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.